Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Play at Home. Heute spielen wir den Vorgänger des zum am 25. Oktober erscheinenden Spieles Medal of Honor Warfighter, und zwar dieses Medal of Honor für die PS3. Es gab ja viele kontroverse Diskussionen über dieses Spiel. Das heißt, der Multiplayer-Modus war nicht ausgefeilt genug, es sei ein schwacher Abklatsch von Battlefield. Der Singleplayer-Modus sei schwächer noch als die Call of Duty-Serie. Mich allerdings hat der Singleplayer-Modus ziemlich überrascht. Er war meiner Meinung nach eine schöne Erweiterung für die Ego-Shooter-Serie. Es war mal was anderes. Man hat diese ganze Kriegsszenerie aus einem anderen Blickwinkel gesehen, was einen frischen Wind für mich in das Spielen von Ego-Shootern gebracht hat. Deshalb ist es für mich Grund genug, euch nochmal ein wenig von diesem Spiel zu zeigen. Vielleicht eine Stunde, vielleicht mehr, wir werden sehen. Und daher geht es ins Spiel. Und zwar in 3, 2, 1 und ich würde es gerne sagen jetzt, aber es ist noch nicht. Ah, was ist denn jetzt wohl mit der Technik los? Moment. Wir müssen noch warten. Ja. Ich kann euch schon mal ein bisschen Musik machen. Hoffe ich. Wenn das auch nicht geht, dann frage ich mich, was los ist. So, ja. Na also, jetzt haben wir es doch gleich. Aufnahme beginnt. Jetzt, genau. Ach, Gott sei Dank. So, wir sehen hier den Startbildschirm. Wir drücken Start, alles klar. So, wir haben hier die Möglichkeiten Kampagne oder Multiplayer. Natürlich spielen wir jetzt die Kampagne. So, und ja, okay. Wir haben hier nochmal verschiedene Möglichkeiten. Kampagne, ihr seht, ich habe es schon mal angespielt, auch durchgespielt natürlich. Dann haben wir den Tier-1-Modus, das heißt sehr hoher Schwierigkeitsgrad und alle Missionen ohne zu sterben, ohne eventuell sich noch eine Kugel einzufangen, und die besten Listen dann werden ins Internet gesetzt, wie immer. Optionen, Extras und halt wieder zurück. Auch wir wollen Kampagne und wir fangen eine neue Kampagne an. Ja, das habe ich natürlich jetzt nicht berücksichtigt, dann machen wir mal Nein. Wir wählen mal unsere Mission und fangen von vorne an. Genau. Ja. Natürlich auf Mittel. Und es geht los. Ach, guten Tag. Kann ich los? Himmel, Rabbit, schalten Sie die Scheiße aus! Gleich wird's ungemütlich. Alles klar bei euch da hinten? Roger, alles bestens. Außer bei Rabbit und seinen Greatest Hits des Hindukusch. Immer noch besser als der ständige Hip-Hop von Freecher. Vielleicht sollte ich ihn als Erstes erschießen. Okay, es geht los. Also ich spiele jetzt als Rabbit. Negativ. Tarek ist in einem Versteck in der Stadt. Das sind seine Jungs. Alles okay. Sie sagen uns, wo er ist. Roger. Passt aber trotzdem auf. Salamuna. Salam. Do I bohigi chi mong dal to you? Na, Taliban design of Pashak Shambeulo. Ha, ha. Is it Kumi Gakaluni post shari? Nah, everything cool here, man. Cigarette? No, bro. Dodo, ich habe Tareks Position. Wir rücken aus. Panda, es Wolfpack in Position. Positiv, der Sitz von Garde sieht ruhig aus. Sind Sie bei Tarek? Noch nicht.
Sagen Sie Bescheid, wenn sich was ändert. Verstanden. Festhalten. Tja, es scheint ja eine sehr düstere Atmosphäre hier zu sein. Und mit einer kleinen Ziegenherrchen. Na, wir sind natürlich nett, wir warten. Udo. Alles klar. Guten Tag. Saus, Us, Us. Bewegung. Nicht so unfreundlich. Wir haben noch Zeit. Behalten Sie den kühlen Kopf, Udo. Ja, der Typ war nur einen Schuss davon entfernt, den Seinen zu verlieren. Hm. Mother, bleiben 4 Wagenlängen hinter Ihnen. Der Typ hat gesagt, die Taliban sind am Sonntag abgehauen. Ja, Sie und alle anderen. Tja, behalte die Finger am Abzug. Budo, schließen Sie auf. Hat Tarek die Dokumente? Englisch könnte es zu glauben. Er weiß irgendwas, sonst bräuchte er nicht so viel Security. Nach links. Was zum Teufel? Udo, wir haben Besuch. Wer zum Teufel sind die Typen? Dach, 12 Uhr, ein Ziel. 11 Uhr, oh, oh. Dach, 2 Ziele. Mother, ein Truck blockiert unseren Rückzug. Verstanden. Che, scheiße. Hey, das ist unfreundlich. Natürlich also im Multiplayer-Modus nicht möglich, hier so ungeschützt lang zu laufen. Aber im Story-Modus. Schwierigkeitsgrad ist das noch. Na. Angezweifelt, dass man in solchen Situationen die KI nicht sich richtig auf uns einstellt, dass wir einfach zu schnell sind für die KI und deshalb sie hinterherkommen.
natürlich richtig. Ist ja auch schade. Aber solange es den Spielfluss nicht. Oh, das war noch ein Treffer. Solange es den Spielfluss nicht zu sehr hemmt, ist das okay. Alter! Schön animiert sind's, aber halt das Typische. Hier ist ziemlich was los. Mehrere Tote auf dem Boden. Roger, wir kommen. Rabbit aus hier. So, da waren wir eben. Alles klar. Der Hase kommt hinterher. Kontakt links. Hey! Links! Wo ist links? Von mir. Ja, das wird jetzt keine Verteidigung sein, wenn ich sage, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Wo ist man jetzt? Nee. Nee, jetzt sind wir wieder hier. Oh Gott. Kein Schwein.
Und von hinten. Ja, gut, das Rückgrat ist durch. Sollte Warren jetzt noch nicht. Die sind da in den Klo. Hier waren auch noch welche, ne? Ach nein. Durch die Ketten durch. Bodo, Martha, alles klar. Wir suchen weiter oben eine andere Route zu Tareks Versteck. Verstanden, wir sammeln uns oben. Roger, Scheißling eintreten. An die Tür. Okay. Licht aus. Jim. Alles klar. Licht aus. Ist doch. Coach Ross. Ach, wo bin ich? Hier entlang. Auf der Treppe! Fangos! Dach!
schaffen, Udo. Ziel am Boden. Status? Gesichert. Kommen Sie. Hier können Sie rauf. Ja, dann los, hilf mir. Rauf mit Ihnen. Scheiße. Tarek ist umgefallen, Mother. Das Haus ist eine verdammte Falle. Das Haus? Wohl eher die ganze Stadt. Wir sind da. Sehen wir uns mal um. Frische Magazine und volle Konzentration. Wenn Tarek da drin ist, brauchen wir ihn lebend. Geht mir. Da ist es. In Deckung. Raus auf dem Schussfeld. Verstanden? Verstanden. Sie kommen raus! Geht auf die Pferde? Oh Mann. So, Tarek, dann mal schauen, wo du bist. Wo seid ihr? Ja. Ach, ich wieder. Ja, da haben wir ihn. Tarek, wenn er umgefallen ist, dann nicht freiwillig. Scheiße! Verdammt, Mutter! Nicht unser Mann. Toll, was jetzt? Kanter, ihr Mutter, wir sind in Position. Keine Spur von Tarek. Ich wiederhole, kein Tarek. Mother, Sie haben Glück. Langley hat Predator Bilder von Flüchtigen auf dem Weg nach Bala Hisar. Verstanden. Sind schon unterwegs. Verlieren wir keine Zeit. Gehen wir. Mother, Jimmy sagt, wir könnten Tarek haben. Ein Dutzend Kerle mit Waffen und ein Gefangener. Beeilen wir uns, Jungs. Wir brauchen einen Schlüssel. Wir brauchen Ihre Hilfe.
Verstanden, wir markieren es. Den Rest erledigt Wildfire. Sehe Ihre Markierung, Panther. Gehen Sie von der Tür weg. Schuss abgegeben. Verstanden, Panther. Alle Mann in Deckung. Warten Sie, Zeit zum Ziel, 5 Sekunden. Klopf, klopf. Mich soll es jetzt nicht stören, ich habe... Oh, ja, Das war noch nicht alles. Ecken sichern und schnell vor. So. Bodo, Mother. Wie ist Ihr Status? Mother, kein freies Schussfeld auf das MG. Wir kommen. Roger, Mother, keine Spur von Tarik. Verstanden. Leiter, Max. Komm auf den Oberdeck raus. Knallt uns nicht ab. Roger, sei froh, sobald das MG erledigt ist. Verstanden. Festhalten, Rabbit. Hier. Tango, schalten Sie ihn aus. Kontakt!500 Schuss abgeschlossen und dann einfach eine Bilanz wie ein Traum. Gesichert. Hier entlang.
Was lächelt mich denn da an? Sehr schön. Die Tür. Wie viel Munition? 5 Magazine, 7 Granaten. Kann losgehen. Okay, Tarek könnte überall sein. Wir schnappen ihn uns leben und finden raus, was hier los ist. Verstanden? Verstanden. Verstanden. Leben. Ich will ihm sowieso ein paar Fragen stellen. Holen wir ihn uns. Schön ins Feuer gelaufen. Sein. Ich muss mich jetzt nur auf den konzentrieren. Entschuldigung. Na, ist hier noch jemand? Nein. Gut, dann kann ich mal gucken. Na, wer bist du? Tarek! Mission Nummer 1. Mother, Ihr Panzer am Sammelpunkt. Ihr Status? Alles gut. Wir haben die Ware bei uns. Verstanden. Haben Sie auf der Ware bei uns geschossen? Wir sehen Sie schon. Wir gehen in Deckung. Shadow later. This much money, Jata. I'm on tape by the Kayana. Jocke, von dieser Scheiße. Was zum Teufel war das gerade? Das sind die Taliban.
Die haben ihre Spione überall. Sie haben alles genommen und uns nur Schmerzen gelassen. Bitte, sie müssen sie finden, finden und töten sie alle. Bullshit. Warum sollten wir ihm trauen? Wie es aussieht, hat er uns reingelegt. Warum sollten wir dir vertrauen? Bitte. Ich habe eine Tochter. Ich möchte, dass sie zur Schule geht. Sie soll es einmal besser haben. Können Sie das nicht verstehen? Okay, ich verstehe. Wo sind die Feinde? Shahikot. Shahikot, was ist das? Das ist Pashtunisch. Es bedeutet Tal der Könige. Shahikot. Wo ist das? Da. Wie viele? Viele. 500 Kämpfer oder mehr. Wir brauchen wohl ein größeres Boot. Wieso nicht? So, ich bin wieder der Hase. Ich schau rechts, alles klar. Luftunterstützung ist bereit. Bitten Sie Bossmann per AFO um Jäger- und Warthog-Beschuss. Wieder der Voodoo bei mir. So, wir sind anschließend. Kommt her. Ha! Oh, nach da. Ach, dauert lange, dauert lange. Schieß, 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 schieß! Ah! Ah, das war nicht. Aber jetzt. Feinde von rechts, Ausgang! Rabbit, 12 Uhr! Haben Sie eine Ahnung, wo diese Mörder herkommen? Wir haben andere Probleme. Hey, hey! Scheiße, ich nehme Abkürzung! Noch mehr Fahrzeuge! Mann, ja, das ist ja wunderbar. Wir graben uns am Tor ein. Die ELE greift von hier an. Roger, linke Seite, Rabbit. Scheiße, Mann, wurde es getroffen. Hier in dem Spiel taktisch umzugehen. Denn es sichert einem ab und zu dann doch alles weh. Weil er so dumm hier in der Gegend rumballert wie ich, muss man sich dann nicht wundern, wenn man stirbt, ne? Kann auch hier kommt her.
natürlich unpraktisch. So, ihr kommt jetzt. Ja, so, ich hab jetzt eigentlich am Ende. Aber ich würde jetzt sagen, der schlaue Spieler frischt sich einfach von hinten ran und er schießt dann alle Feige in den Rücken. Das können wir doch so machen.
Scheiße! Kontakt rechts! Zweiter Trupp, rechte Seite! 50 Meter! Scheiße, Tango von unten! Links niedrig! Mal aufräumen. Es macht schon Spaß, obwohl es ziemlich blöd ist. Wenn man weiß, wie man eine Waffe gebrauchen muss, kann man alles. Und bei dieser Waffe ist es nicht so schwer. Oh, ein Flugzeug versteckt sich! Hier ein Tor! Gute Arbeit. Alle Mörder verstört. Er schießt! Von der Tür hoch! Recht! Ja,
Gerade irgendwo drüber gestolpert. Jawoll. Ich war nicht so viel Schuss, aber ist okay. So, wo sind meine Teamkollegen da oben? Der alte Hase ist mal wieder. Wer bist du? Breacher. Ja, der Breacher. Marvel Panzer, Achtung, ein Truck nähert sich Ihrer Position. Roger, die sind erledigt. Aber melden Sie sich, wenn Sie wieder was sehen. Verstanden. Angeblich planen die Taliban einen Gegenangriff. Wie weit sind Sie noch vom Turm entfernt? Werden Sie dran, Panzer. Wir sind fast da. Jetzt geht ein Gewinnhof. Gehen Sie in 15 Minuten. Jungs? Jungs, ich habe Ihre stockdunkle Panzer vor mir. Panzer, wir rücken aus. Roger. Alles klar, wir sammeln uns alle unsere Tür. Ihr trefft. Sie direkt. Vorwärts. Kontakt, 11 Uhr. Feuer!
gleich um 10 Uhr. Erster. Wer fehlt? Kann. Wow. So, ich muss ganz kurz unterbrechen. Ich mache an dieser Stelle Stopp, weil es ganz dringend an der Tür klingelt. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir zurück. Nach einer kurzen Unterbrechung von für euch vielleicht 5 Sekunden, bei mir waren es 15 Minuten ungefähr, startet Aufnahme Nummer 2. Jetzt. Ja, werde ich schon hinkriegen. So, wir sind immer noch dabei, jetzt diesen Flughafen einzunehmen. Und es geht weiter. Das war's. Zumindest mit der Munition. Scharfschützen, jetzt wird nur noch scharf geballert. Wo sind denn die hin? Ich glaub's nicht, wie das war. Vielen Dank.
don't know about Sparta. Angegriffen wird, dann kann man sowas schon mal machen. Oh, ein schönes kleines Quicktime-Event. Nein. Na, hier ist schon. Ah, bin noch dabei. Feindliche Ziele
350 Ihre Markierung. Kann auf Feuer. Neptun, AT-35 hat Ziel. Rakete ist unterwegs. Halten Sie die Markierung. Nördlich des Dorfs. Ziel in Sicht, Neptun. 30 Kilometer bereit. Gute Arbeit. So sieht's aus. Wenn ich mich nicht täusche, kommt jetzt noch eine wunderschöne Zwischensequenz. Nach welcher wir dann den Prolog auch beendet haben und dieses Video auch zum Ende kommt. Erstmal hoch. Ich habe General Flag auf VTC, Sir. Sir, wir sind drin und einsatzfähig. Colonel, wir haben Ihren Schlachtplan analysiert und sind ein wenig besorgt. Weshalb sind Sie denn besorgt? Die Jungs in Langley sagen, dass sich bis zu 350 Al-Qaida darauf vorbereiten, den Kampf zu uns zu tragen. Von der Wahrscheinlichkeit von HVTs in dem Gebiet gar nicht zu reden. Wenn Sie es bis nach Pakistan schaffen, sind uns die Hände gebunden. Die Zahlen sind nicht korrekt, Sir. Nach unseren Informationen ist der Widerstand viel zahlreicher. Vermutlich über 1000. Nun, wenn das so ist, müssen wir umso dringlicher sofort losschlagen. Wir wollen in 24 Stunden Truppen auf dem Boden. Tier 1 AFO-Teams dringen in das Tal vor, Sir. Sie haben uns Informationen über feindliche Stellungen in den umliegenden Bergen gegeben. Das ist ein Anfang. Aber ich will die 10. Motown, die Ranger und die 187. möglichst bald im Kampf einsetzen. Sir, AFO kann feindliche Ziele identifizieren und zerstören. Danach schicken wir Truppen rein, um eine Flucht nach Pakistan zu verhindern. Colonel, Sie hören nicht zu. Ich sage es noch einmal ganz deutlich. Sie haben 24 Stunden, um unsere Streitkräfte in das Tal zu bringen. 24 Stunden. Sorgen Sie dafür. Ende des Gesprächs. Wie sieht's mit den AFO-Teams aus? Wolfpack müsste innerhalb einer Stunde auf Position sein. Sie reiten gerade ins Operationsgebiet. Reiten? Jawohl. Wolfpack ist gerne schnell unterwegs. Das ist die Panther. Er nutzt den Versteck. Mission läuft. Roger, Panther. Die Arbeit, Dues. Können wir loslegen? So, hier brechen wir dann die Vorstellung ab. Ihr habt es gesehen, wir würden jetzt mit einem neuen AFO Wolfpack Tier 1 Mitglied spielen, und zwar Dues, nicht mehr den alten Hasen Rabbit.
Das ist auch wieder typisch für solche Ego-Shooter. Das heißt, wir spielen mehrere Charaktere. Wir werden später auch noch einen Ranger spielen und wir kommen auch noch zu einem, wenn ich mich nicht täusche, zu einem Luftschützen. Es bringt Abwechslung mit sich, das gesamte Spiel. Ja, zum heutigen Zeitpunkt ist es nun wieder schon alter Schrott, kann man so sagen. 2010 kam es heraus. Dieses Jahr, 2012, kommt am 25. Oktober der Nachfolger von Medal of Honor mit dem Namen Warfighter. Ich freue mich drauf. Es wird sicherlich genauso inszeniert sein wie der Vorgänger, was ihr gerade gesehen habt. Von daher, alle, die sich das Spiel kaufen, um den Singleplayer wieder zu spielen, ziemlich interessant finden, kann ich eigentlich nur beruhigt sagen, ihr könnt euch mit Sicherheit kaufen. Er wird spektakulärer inszeniert sein, das kann ich euch jetzt schon sagen. Denn laut gewissen Quellen, sagen wir es mal so, sind alle Story-Elemente von echten, aber noch geheimen Tier-1-Mitgliedern geschrieben worden, welche über geheime Informationen gegeben haben. Daher kann man beruhigt sagen, es wird sicherlich vom inhaltsmäßigen Grad eine Steigerung geben im Vergleich zu Call of Duty oder ähnlichen Ego-Shootern. Von der Inszenierung her, von der Grafik her, setzt man auf eine bessere Grafik im neuen Spiel. Wenn nicht sogar die Frostbite 2 Engine, die auch bei Battlefield 3 genutzt wurde. Von daher kann man da beruhigt zugreifen. Im Multiplayer-Modus muss man gleich sagen, sie werden nicht so einen ausgefeilten Multiplayer-Modus bieten wie in Battlefield 3 oder wie auch die Call of Duty-Spiele. Er wird sicherlich magerer ausfallen. Und für alle die sich dann beschweren wollen, ja hier, ich habe doch das nur wegen Multiplayer gekauft, dann seid ihr jetzt selber dran schuld. Es wird Spaß machen, das kann man garantieren. Der Singleplayer ist, also dieser hier von Medal of Honor, ist im Vergleich zu den Call of Duty Modern Warfare Teilen und den Battlefield 3 Teilen, kann sich auf jeden Fall messen. Battlefield 3 hat einen der schwächsten Singleplayer-Kampagnenmoden, die ich bis jetzt gesehen habe, was der Multiplayer-Modus dann doch wieder ausgleicht. Das ist ja auch eigentlich ein fast rein Multiplayer-basiertes Spiel, Battlefield 3, aber dazu kommen wir dann wann anders, wenn wir es mal spielen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr eben gesehen habt. Die kleine Störung, euch wird sie nicht stören, mich hat sie auch nicht gestört. Daher war es keine Störung. Blödsinn labern kann ich viel, jetzt höre ich damit auf. Wir sehen uns später im nächsten Video wieder. Mal schauen, was ich das nächste Video spiele. Von daher, adios, ciao und tschüss.